Boot ist kurz vorm Kentern! Alter, der springt doch mal raus! Willst du jemanden wärmen? Ich kann doch nicht mit deinem Händen raus! Nein, nein, nein! Was soll ich denn machen? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Hallihallo, Löhle! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zweimann. Heute ein Zweimal-Selbstversuch. Ihr habt es euch gewünscht. Rettungsinsel, 8 Mann, 4 Mann sind bereit. Wir wollen das Ding auslösen, kentern. Aber bevor es losgeht, noch kurz Werbung und dann sehen wir uns auf dem Boot. Dieses Video wird unterstützt von Rise of Kingdoms. Mach dich bereit für die Wikinger. Am Ende habt ihr die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Rise of Kingdoms ist ein mobiles Strategiespiel. Echtzeitstrategie, das seit fast 3 Jahren weltbekannt und nach wie vor sehr beliebt ist. Ihr habt die Wahl aus 12 Zivilisationen, bei der jeder einzelne eigene Architektur, Kommandanten und besondere Vorteile hat. Ich entscheide mich für Deutschland, denn die Wikinger sind im Anmarsch. Ja, die Wikinger, die sind gut im Angriff und die haben echt viele Truppen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Die teutonischen Ritter haben keine Angst vor anderen Zivilisationen. Ich habe Friedrich den Ersten und Hermann ausgewählt, um gegen Ragnar Lodbrok und Björn Eisenseite zu kämpfen. Lasst die Wikinger den wütenden Barbarossa sehen. In dem Spiel müsst ihr Allianzen schließen, um Ressourcen zu gewinnen, damit ihr immer stärker werdet. Es geht nicht nur um Schlachten, sondern ihr werdet das Leben eines Stadtherrn erleben. Die Stadt entwerfen und das mysteriöse Land erkunden. Wenn ihr mich um ein Geisteskrankenprojekt unterstützen wollt, dann nutzt den Link in der Beschreibung und ladet euch darüber Rise of Kingdoms runter. Mit dem Bonuscode 2021 Viking könnt ihr geile Preise abräumen und im Spiel gewinnen. Zum Beispiel ein iPhone 12 Pro oder eine Switch. Link in der Beschreibung. Entscheide, wer stärker ist, Wikinger oder Deutsche. Und ich gehe jetzt auf die Rettungsinsel. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir fahren jetzt raus aufs Meer. Ungefähr 1500 Meter. Seid ihr bereit? Okay, bist du bereit? Dieses Boot ist kurz vorm Kentern! Scheiße! Panik bricht aus! Schmeiß das Ding jetzt raus! Ja, los, schmeiß jetzt, das Ding raus! Ja, das ist hier die Rettungsinsel! Darauf haben wir so lange gewartet! Ich soll jetzt hier einfach da dran ziehen! Ich habe aber keine Ahnung, ob das funktioniert, weil hier ist so eine Schrippe und wenn ich die doll ziehe. Oh mein Gott! Das fliegt geschehen! Was? Zieh! Das ist so, es geht unter! Alter, mach halt! Soll ich reinspringen, Martin? Nein, doch nicht! Achso! Das Boot kentert, wir haben keine Zeit! Los, das Ding dreht sich auf! Jawoll! Stick um! Falsche Richtung! Nein! Fuck! Zieh rein! Zieh das Ding! Was? Spring rein, Alter! Was? Bring uns rein! Das Ding ist falsch rum! Martin, wie geht's dir? Du hast keine Ruhe! Pass auf! Alter! Martin ertrinkt nicht draußen, sondern in der Rettungsinsel. Wir müssen jetzt irgendwie trocken machen. Ich muss mal raus, da treibt Müll. Alter, der springt doch mal raus. Fritz, der Ehrenmann. Ein Like gleich einmal Ehre. So, Fritz. Alles für die Entmüllung der Weltmeere hier. Also, als allererstes immer auf dem Boot in Panik geraten. Ich fang schon mal an das Wasser. Ja, hier, da ist es schon. Wasser raus! Ah.
Fritz, was sagst du? Das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied, als an Land in so eine scheiß Insel zu springen. Das war aber geil gewesen. Das ist richtig krass. Felix? Durchfall. Guck jetzt als erstes in das Überlebenszelt. Richtig. Weil da theoretisch irgendwo so eine Schaufel oder irgendein Gefäß dabei sein müsste, damit wir die gefüllten 60 Liter Wasser rauskriegen. Oh. Wir haben ja einen Schwamm. Nein, das Schwamm. Warte, ich fange an. Geil. Ich habe zwei Schwämme. Okay, ja, das kann was? Was? Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Das ist nicht dein Ernst. Okay, wir haben eine Schere. Oder? Was denkst du, ist das? Das ist für ein, wenn ein Loch ist, dann kannst du damit stopfen. Also quasi flicken. Jawohl. Ich muss ja sagen, da wird ein Dezent schlecht. Felix, krieg mal ein bisschen Bier dran. Und raus. Ja. Oh, jetzt bin ich nass. Achso, fällt hier schon wieder? Also Plan ist auf jeden Fall gerade erstmal das Ding trocken zu legen. Ich bin der Einzige, dem gerade schon so ein bisschen frisch wird. Die anderen sind auch voller Adrenalin. Das liegt daran, weil Martin so ein bisschen aufgeregt ist. Ich bin schon längst angekommen, Freunde. Ich bin schon längst im Szenario drin. Mein Körper fährt schon runter. Okay. Land in Sicht! So, Felix macht hier Trick 17, fringt seine Jacke aus und versucht die jetzt oben in der Sonne zu trocknen. Alter, hier kannst du kaum stehen, ne? Natürlich nicht, das ist alles Gummi, alles wackelig. Die fliegt jetzt gleich weg. Na klar, und dann hast du gar keine Jacke mehr. Und ganz wichtig, hier ist auch so ein Kauring. Wenn der Schmerz so groß wird, oh Mann, du wirkst aber auch schon so ein bisschen lethargisch. Ich habe keinen Horizont. Ich habe einfach keinen Horizont. Das ist einfach so, du guckst in diese Tüte. Ja, und es ist echt ein bisschen. Alles bewegt sich. Also doch, wenn ich da so hingucke, dann bin ich angekommen auf der See. Ja. Komm, wir machen hier so, ja, perfekt. Das ist gut. Nein! Felix! Mach keinen Scheiß! Hol die raus! Wo kommt denn jetzt? Du holst jetzt dieses Ding noch an! Hier ist doch Adi Leute! Hol das Ding! Kannst doch nicht mit der Felix raus! Ich muss nicht wieder hier rein, bevor du es holst! Martin hat Felix gerade einfach reingeschmissen. Nein, ich hab dich nicht geschubst. Alter! Ich bin gestolpert. Warte, du musst kurz abtrocknen. Du musst erst trocknen, Felix. Erst trocknen! Erst trocknen! Alter! Das kam unerwartet! Junge! Das bin ich noch nasser als vorher. Na, das geht ja gar nicht. Wir haben eine Trillerpfeife. Oh, sorry, das war laut. Oh, das tut mir leid. Oh Mann. Sorry. Oh Mann. Das war sehr laut. Das ist ja doof. Ich hätte da was zum Rausschütten. Ja, ey. Ja, ich bin dabei. Was jetzt? Jacke weg oder was? Send help. Wo ist die Jacke? Nein, die Jacke ist weg. Nein! Alter! Wo ist die Jacke? Hast du die Jacke ist weg! Hast du sie noch? Oh, Mann. Ja, super! So ist die ja, runter, ey. Noch. Ja, danke. Okay, pass auf. Ich will Kontakt zur Außenwelt aufnehmen und das macht man ja über solche Seenotfackeln. Und ich probiere jetzt eine Seenotfackel aus. Oh, da ist eine Strippe. Vielleicht nicht rein, Alter. Da ist eine Strippe, die muss man vorher ziehen. Oh, bitte die richtige Richtung. Alter, nicht zu mir. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Bleib doch mal ruhig. Warte. Was soll ich denn? Wo willst du denn hin mit dem Ding, wenn das abgebrannt ist? Nicht das Zelt. Macht euch doch mal keine Sorge. Ich mach das schon. Ich bin Profi. Wir kriegen ja den Rauch. Geht gut! Wird arschheiß das Ding! Oh, will jemand wärmen? Hey, soll ich mal reinholen? Nee, jetzt fällt alles voll! Ich kann nichts dafür! Alter, rechts rum! Rechts rum? Ja. Oh, das ist die Insel gewesen, sorry! Ich habe auch wohl die Insel getroffen! Alter, nach oben! Ich nach unten! Ich kann jetzt Wasser halten! Zufrieden! Oh, brennt immer noch! Alter, die brennt richtig gut! Das ist so geil! Ist aus! Geh nicht aus! Arschgeile Nummer! Wir haben noch welche, die lasse ich aber drinne. Da kommen so richtig Raketen raus und so. Hab ich mir schon gedacht, lass ich lieber sein. Du bist müde?
Das kommt, weil dir kalt ist. Mir geht's super. Ich habe nur eine 1. Mir ist kotzübel. Wir machen jetzt mal zu. Wir wollen mal ganz kurz das Feeling haben, weil es regnet gerade draußen. Und wir wollen mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man keinen Horizont hat. Okay. Scheiße. Macht euch mal ganz kurz bequem, macht mal die Augen zu. Weiß ich aber auch, warum das für 8 Leute ist. Weil für 8 Leute wärmst du dich halt wirklich selbst ein bisschen gegenseitig los, ne? Oh nee, nein. Die war gut. Oh, mach den mal lieber gleich wieder auf. So schlimm? Wenn das zu ist, könnte ich kotzen. Hast du die Augen auf? Ja. Ja, Fehler. Mach die Augen zu. Nee. Mach die Augen zu. Nur so ein bisschen halt. Ich bin da bei dir. Bist du groß? Was ist das wieder los, ey? Wie soll ich denn da pinkeln gehen? Also der eigentliche Plan war einfach zu sagen, ich muss mal pinkeln. Und wollte mich jetzt hier vorne an die Kante stellen, aber wenn der ständig nach vorne gepeitscht kommt. Warte! Nee, ich geh! Warte. Was soll ich denn machen? Oh, Scheiße! Oh, fuck! Fuck, Felix, bitte! Hier ist alles voll mit Oh, Gott! Also, wir haben den! Möchtest du durch mal anwenden? Nein? Okay, wir haben. Er kotzt nicht die Seele aus dem Leib! Jetzt fällt es mir wieder ein. Brezel hatte ich. Ach ja! Brezel! Alles nass, Mann! Oh, jetzt ist mir auch kalt da draußen. Haben wir ganz schön. Oh, jetzt habe ich eine 2. Habt ihr Karten dabei, Mau Mau? Karten, Mau Mau? Was ist mit euch? Meine Uhr. Ey! Oh! Ach Gott! Nee, schon wieder. Du hast alles raus. Mach mir bitte Fenster auf hier. Fenster? Raus. Ja, ein Mann! Mann, ich sitze immer. Das wird auch nicht besser hier drin, ne? Egal was ich mache, ich sitze in der Scheißpfütze. Ich glaube, wenn ich jetzt pinkeln müsste, ich würde es einfach laufen lassen. Weil es auch warm wäre. Ich würde es einfach genießen. Ja, kannst du auch. Du könntest auf den Schwamm pinkeln und den dann rausdrücken. Oder mir den Nacken reiben. Schön warm wäre. Ja, komm, das ist ja schön warm. Ist. Wie ein kleiner Whirlpool dann. Oh. Du! Ist der Arsch deine Nummer? Wir haben FKK an Bord. Stimmung auch hier ist, ne? Bombe. Die ist eigentlich voll. Keiner redet mehr wirklich. Jeder ist schon so abgeschlossen. Jeder ist noch im Survive-Mode. Ja. Jeder in die Presse und wer einfach nur vorbei ist. Martin, wie lange noch? Wie lange noch, werde ich gefragt. Also wir haben MKK-Probleme. Müde, kalt und Kotze. Und du hast noch Farbe. Wie, Dude? Alle drei? Alle drei. Echt? Er zittert wie Espenlaub. Fritz ist am Abkacken, weil ihm kalt ist. Na und, warte mal, Jasmin ist müde. Oh, die Sonne. Geht mal alle raus. Schön. Oh ja. Nee, doch nicht schön. Wie ist das? Machen wir eine tödliche Abstimmung? Wer geht von Bord? Ich gebe mich der See hin. Wir sind bei dir, übergeben dich der See. Sie nimmt dich auf und begleitet deinen Weg. Bei den Ahnen winnst du heute deinen Platz. Aber es geht bei dir wieder, ne? Es wird gerade so, als wir sehen uns wieder in Valhalla. Okay, wir haben inzwischen auch einen komischen Gefühlszustand. Psychische Probleme treten auf. Also Felix ist, glaube ich, sehr dankbar. Ja, war das ja? Sag Durchfall. Felix, heißt Durchfall. Durchfall. Codewort Durchfall ist gefallen. Aber ganz kurz zum Festhalten. Ja, halten wir das fest. Ich bin nicht der Grund, warum wir jetzt gehen, ne? Nein! Ich würde meinetwegen noch 3 Stunden kotzen. Ich bleib dabei. Ja, naja, gut. Ja, Freunde, ich muss mal hier ein ganz großes Danke rausrichten an die Energie aus Lütchenburg.
Denn die haben sich dazu bereit erklärt, uns zu begleiten. Denn ohne die Jungs wäre das nicht möglich gewesen. Da das an ein... Und ja. Mädels. Und Mädels natürlich, genau. Und da dieser Verein sich selbst trägt und alle Kosten selbst finanziert, wollte ich euch fragen, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen und auch die Jungs von der DLRG, dann nutzt den Link in der Beschreibung für eine kleine Spende. Ich hau auch einen richtig dicken Batzen rein, weil das, was die hier mit uns abgezogen haben, ist einfach geisteskrank. Vielen lieben Dank an euch nochmal. Küsschen. Okay, Freunde, ich hatte ja eigentlich die Idee, nach vorne zum Land zu schwimmen und Hilfe zu holen. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Süß. Gut. Ich fange an zu paddeln. Naja, weil du kannst ja auch gar nicht richtig abschriften. Du musst ja hier so, liegst ja halt im Wasser. Okay, wir kommen nicht von der Stelle und auch nicht weg vom Ozean. Kann man jetzt an Land schwimmen und Hilfe holen? Ich krieg's raus. Ich bin Survival Martin und ich mach den Ausrutscher. Okay, los geht's. Es ist natürlich clever, sich eine Schwimmweste mitzunehmen als Schwimmhilfe, weil sonst bist du ziemlich blöd. Okay, los geht's. Wir gehen jetzt mal auf Rui. Da, steile Nummer! Das Scheißding hält eher auf, als dass es mir hilft. Weil es bremst übelst. Okay, kann man einfach so aus der Insel springen und an Land schwimmen, um Hilfe zu rufen? Ich schätze mal ja, wenn du im Schwimmen bist und nicht so eine Frostbeule wie Fritz oder so müde wie Jasmin oder so kotzig wie Felix, dann geht das. Wir konnten jetzt nicht an Land, weil da vorne alles voller Steine und Seegras. Das heißt, ich musste noch ein Stück zurückschwimmen und ich sage euch, das war das Anstrengendste der ganzen Sache. Wir werden jetzt uns wieder mit der Rettungsinsel treffen. Ich werde kurz in Ohnmacht fallen und dann melde ich mich gleich zurück, wenn wir an Land sind. Ich gehe jetzt rüber zu meinen Kameraden, zu MKK, zu müde, kotz und kalt. So, wir sind zurück an Land. Jeder hat überlebt, das ist das Wichtigste gewesen. Ich habe Hilfe, wir sind da. Was ich sagen wollte, ist vielen lieben Dank an die DLRG aus Lübkeburg. Küsse gehen raus. Danke an Jasmin, ich hätte niemals gedacht, ja, ich komme zurück. Dass du das durchhältst. Grüß wie immer. Ja, danke schön. Arschgeile hey. Nummer. Cool. K wie kalt und K wie Kotze. War gut mit euch, hat Spaß gemacht. Damit verabschieden wir uns. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Survival, meine Leute, macht gut. Bis zum nächsten Mal. Wir zusammen sagen ich. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.